a hundred, bet a thousand, bet a stack, bet a million. Put your money where your mouth is. Andreas für valuebet.pokerkapital.de mit einer neuen Folge aus der Serie Professionelle Sportwetten, Theorie und Praxis. Wir sprechen heute anhand eines konkreten Beispiels über Schlüsselnummern in der NFL. Die NFL, also American Football, ist eine der größten Sportwettenmärkte weltweit. Jedes Wochenende werden Multimillionen auf die einzelnen Spiele gewettet, was den Markt halt zu einem im höchsten Maße effizienten Markt macht. Schlüsselnummern. Schlüsselnummern beim NFL sind die 3, die 6, die 7 und die 10. Wenn man diese 4 Nummern zusammennimmt, fallen im Prinzip 38% aller Spiele, bewegen sich innerhalb dieser Nummern für das Handicap. Ja. Wie können wir uns dieses Wissen im Prinzip zunutze machen? Ich habe mal ein konkretes Beispiel vorbereitet. Wir möchten gerne ein Buch exploiten, ausnutzen, das seine Linie eben noch nicht durch diese Schlüsselnummer bewegt hat. Das ist in diesem Fall die Interwetten, die immer noch die minus 6 im Prinzip hängen. Als Referenzbuch für den Markt nehmen wir im Prinzip Pinnacle Sports, aufgrund der Tatsache, dass Pinny von den hier aufgelisteten Büchern mit Abstand die höchsten Limits hat. Und im Prinzip die Theorie der effizienten Märkte besagt halt, je größer die Summe, die das Kollektiv wagert, umso effizienter wird im Prinzip der Markt. Wir werden ein kleines Tool benutzen, um uns so ein bisschen Rechnerei zu ersparen und unsere Edge relativ genau anzeigen zu lassen. Das ist ein Rechner für den Wert eben dieses halben Punktes, beziehungsweise des ganzen Punktes, je nachdem, welchen Buchmacher wir quasi als Referenz nehmen. Aber wir sehen, es bewegt sich halt im Prinzip um die minus 7, beziehungsweise 6,5 mit einem sehr hohen Hold im Prinzip. Ja? So, ich ziehe den Kalkulator mal rein, den wir brauchen. Wie gesagt, wir nehmen in diesem Beispiel halt Pinny als Referenz. Das heißt, wir nehmen die 6,5. Der Grund, warum Pinny hier noch nicht durch die 7 gegangen ist, ist einfach, um ihre Action auszubalancieren. Wir sehen, die 7 ist halt noch eine entscheidendere Schlüsselnummer als die 6 letztlich. Also wir nehmen 6,5 minus 130 für den Favoriten plus 118 für den Dog, für den Underdog, gehen hier auf Calculate und sehen dann im Prinzip, Pinny hat also ungefähr 2,3% Vigorish Hold, das ist das, was Pinny im Prinzip einbehält pro Seite, und nehmen jetzt mal die Linie, die wir bei Interwetten bekommen würden, das wären nämlich in diesem Fall minus 118, und schauen, wie groß unser Edge ist und stellen mit Begeisterung fest, dass wir aufgrund der Push-Wahrscheinlichkeit von 3,4% auf der 6 doch eine sehr solide Edge haben. Wie gesagt, Pinny tendiert eher auch zum vollen Touchdown und hat hier, wie gesagt, einfach den Hold erhöht. Das ist im Prinzip schon der Nutzen von diesem Halbpunktrechner. Das Schöne ist, dass er uns halt direkt eine sehr konkrete Edge ausspuckt. Die können wir zum Beispiel nehmen und in unseren Kelly-Kalkulator packen, für den Fall, dass wir eben Full oder Volles oder Halbes Kelly wetten, tragen hier unsere Edge ein, stellen das Ganze natürlich auf Edge in dem Fall und schauen einfach, wie viel Prozent unserer Bankroll wir auf den ganzen Spaß wetten müssten. Wie gesagt, 5% ist eine sehr, sehr solide Edge, also viel höher wird man selten bekommen, gerade beim Football. Und sehen, dass wir satte 6% unserer Bankroll nach Kelly darauf wetten sollen. Man kann aber auch nur Bruchteile von Kelly wetten. Das werden wir aber in einem anderen Video im Detail behandeln. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, Schlüsselnummern anzugreifen oder jetzt von diesem Beispiel hier zu profitieren. Aufgrund der Tatsache, dass Interwetten für diese Linie relativ geringe Limits hat, macht es keinen Sinn, jetzt für ein Middle zu gehen,
Das heißt, auf der einen Seite vielleicht minus 6 und auf der anderen Seite plus 7 zu wetten, was einem eine Riesen-Edge geben würde. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir bei Interwetten eben so wenig unterbringen können, reicht es, wenn wir hier einfach unseren EV maximieren, indem wir nur die softe Seite bei Interwetten wetten. Okay, also zur NFL wird es noch ein paar andere Videos zukünftig geben, also seien es Wong-Teaser, Middles und wie man halt im Prinzip softe Linien weiter angreifen kann. Das soll es für heute sein. Ja, viel Spaß damit.